So, wir sind back. Kölle. Karriere. Und heute geht's ran gegen Hannover 96 in Köln. Es sieht etwas düster aus. Dämmerig, irgendwie so regnerisch. Und ja, wir sind Vierter, glaube ich. Ich hatte jetzt wieder ein paar Tage Aufnahmepause. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir so stehen geblieben sind. Aber ich glaube, wir waren Vierter. Und haben eine Siegesserie nicht von 6, aber ungeschlagene Serie von 6. Und das Horn. Ich glaube, wir haben, ja, seit 6 Spielen nicht mehr verloren. Ungeschlagen. Ein Unentschieden gegen Bremen hatten wir. Und das soll jetzt auch so weitergehen. Wir sind auf Aufstiegskurs hier in Liga 1 wieder. Wäre auf jeden Fall wild, wenn wir das noch packen. Das sah echt einige Zeit echt komisch aus. Beziehungsweise nicht komisch, einfach schlecht. Oh. Aber dann die letzten Male durch Bittencourt und Selke wieder gut einige Punkte rausgeholt. Das Ding ist jetzt, ich bin jetzt wieder kalt. Letztes Mal war ich warm gespielt, jetzt bin ich wieder kalt. Jetzt muss ich irgendwie erstmal wieder reinkommen hier, aber Bittencourt auf meiner. Ey, das ist so. Oh mein Gott, Digga, ich dachte, es klingelt jetzt. Es ist so anstrengend, es ist so anstrengend. Nach 2-3 Tagen das erste FIFA-Game. Es ist so anstrengend, ey. Keins. Easy. Läuft da unten, kommt sogar ran. Ah, kann die nicht richtig. Oh doch, Einwurf rausgeholt, wichtig. Marte. Hector. Oben, Jannes Horn. Mit der Flanke auf meiner. Und es ist. Ah, schade, ich dachte, der zieht den noch mit ins Aus. Das war ja wieder ein richtiger Kackschuss. Easy, stark gekämpft. Komm, Keins. Dranbleiben, wichtig. Ablege auf Hectorius aus der Drehung. Wieder keine Ecke. Jannes, komm. Bis jetzt schwache Leistung hier. Oh, easy, Bue. Gefällt mir richtig gut. Das war so wichtig, dass wir den gekauft haben. Aber bis jetzt echt tote Hose da vorne drin. Kritisch. Oh, stark. Ich weiß nicht, wer das war. Kilian, glaube ich. Oder Katterbach könnte das auch gewesen sein. Den habe ich nämlich wieder reingeholt. Den hatten wir letzten zwei Spiele irgendwie auf der Bank, weil ich es vercheckt hatte. Oh, irgendjemand ein Tor gemacht, aber ich weiß nicht wer. Weil ich zu konzentriert sein muss. Irgendwas mit Paderborn stand da, glaube ich. Oh, es wird so. Ja, jetzt wird's krachen. Ja. Habe ich direkt gemerkt. Scheiße. Oh, es läuft nicht. Es läuft irgendwie nicht. Selke. Wieder Selke. Da ist Marte. Meiner. Meiner. Schön herausgespielt. Aber irgendwie sind die, spielen die Dings. Oh, lassen sie sich heute schon wieder richtig langsam irgendwie spielen. Das nervt mich gerade extrem. Meine. Bittencourt zeigt an, verliert den Ball. Meiner kämpft. Bittencourt kämpft.
Bittencourt. Scheiße. Oh, wichtig. Ach Mann, es läuft nicht. Es liegt nicht daran, dass ich jetzt nicht warm gespielt bin. Die lassen sich einfach wieder komplett wie LKWs steuern. Oh, gutes Ding. Gutes Ding. Auf meiner hier nochmal wichtig den Ausgleich zur Pause gemacht. Sehr wichtig fürs Feeling. Stark gemacht, Giannis. Selke. Komm, easy, lauf. Vielleicht vor der Halbzeit nochmal. Ach, chillige Flanke. Chillige Flanke. Selke wäre gar nicht im Abseits gewesen, weil unten noch einer stand. Ey, das wäre die Flanke gekommen. 2-1. Zur Halbzeit, sage ich. Oh, Paderborn liegt hinten. Das ist wichtig. Schöner Pass unten, Horn. Auf CR7. 10 Sekunden im Spiel und direkt Shoot aufs Tor. Roni! Digga, der will komplett rein. Der will komplett rein. Hector! Digga, wie ist der denn gesegelt, der Ball? Holy shit. Den hätten wir direkt innerhalb von einer Minute direkt 2 Tore verdient gehabt. Was ist hier los? Keine Ahnung. Scheiße. Zwei sehr, sehr gute Chancen auf ein Tor. Mit den frischen Leuten direkt viel Tempo im Spiel. Schindler. Sehr stark gemacht. Schwache Flanke dahin. Dafür wieder. Ach Mann. Adama. Auch schwach. Gefällt mir auch überhaupt nicht irgendwie bei Köln. Es kracht hier wirklich. Es kracht und pfeift überall. 1-1 gegen Hannover. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Ich glaube, 2-3 Plätze unter uns. Komm schon. Ey, beschwer dich nicht, Hector. Digga. Ey, wenn wir jetzt deswegen kassieren, ne? Oh, steht einfach und beschwert hier. Kilian, easy. Der hat Zeit, der hat Platz, der hat Zeit und Platz. Da ist Martel. Scheiße. Janis, komm sicher nach hinten. Ach du Scheiße. Na komm, Hector raus. Wir brauchen noch einen frischen Mann, auch wenn ich Hector ungern auswechsle. Aber 10 Minuten nochmal frischen Mann auf dem Platz. Ach du Scheiße. Giannis, komm. Es kracht wirklich komplett. Oben. Ronny. Ronny kann passen. Jetzt einfach Lucky Flanke rein da. Das Krisch. Scheiße, Mann. Aber Ronaldo ist heiß. Oh, Ibra auch. Schon 2 Großchancen gehabt, Ronny, ey. Scheiße, 5 Minuten noch. Hauptsache nicht kassieren. Unentschieden würde ich in dem Fall mitnehmen, aber Hauptsache nicht kassieren. Schindler, jetzt nochmal, komm. Nochmal zurück. Röhl. Fuck. Easy. Nein. Das brauche ich jetzt gar nicht. Das brauche ich jetzt gar nicht, vor allen Dingen, weil die Nachspielzeit abgelaufen ist. Das brauche ich jetzt gar nicht. Das brauche ich jetzt gar nicht. Was ist das denn für eine Murmel? Es kracht komplett. Es kracht komplett. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer Murmel. Es kracht komplett.
Unsere erste Niederlage nach 6 oder 7 Games. Ach du Scheiße. Bei Horn kracht's komplett. Er hatte völligen Aussetzer. Holy shit. Da drückt uns der Ernst in den 90. Fuck. Es kracht maximal. Guckt, ey, wirklich, wir sind irgendwie eins vor Rauswurf. Ich weiß nicht, was nach der Stufe kommt, da wo wir sind, aber da knattert's auch komplett. Ja, also so viele Nachrichten vom Vorstand haben wir noch nie bekommen, ey. Nach jedem Spiel kracht's. Wir schauen nochmal auf die Tabelle. Nächstes Spiel gegen Darmstadt. Das Gute ist, Paderborn hat auch verloren. Aber es kracht. 9 Punkte auf den Relegationsplatz. Es sind noch 8 Games. Nee, wie viele Spieltage haben wir? 32, oder? 34? 34, ne? 34, ich glaube, wir haben 34 Spiele, ja. Der völlig verwirrt gerade, weil ich so viel Premier League gerade in Real Life schaue. Da weiß ich gar nicht mehr, wie viele Spieltage wir in Real Life haben. Da haben wir 34, oder? 32, ja, 34. Wenn es 34 sind, haben wir noch 8 Games. Da muss was passieren. Nächstes Spiel muss Paderborn gegen Greuther Fürth, da werden die höchstwahrscheinlich gewinnen. Und wir müssen gegen Darmstadt ran. 8. Platz. Hannover war ein unter uns. Ja, beziehungsweise 2-3, die haben ja gepunktet. Ja. Nächstes Mal gegen Darmstadt. Tschüss.